Ja, Globalisierung und Wirtschaft ist natürlich ein Thema, was uns gerade dann beschäftigen muss, wenn es um Mittelstand geht. Wir wissen alle, die wir uns mit mittelständischer Wirtschaft befassen, dass es in Deutschland die sogenannten Hidden Champions gibt, also kleine oder mittelständische Unternehmen, die Weltführer sind in der Branche, die sie selber unternehmen. Die gibt es immer noch und die gibt es auch noch ganz schön viel in Deutschland. Und es ist natürlich an uns als Wirtschaftspolitiker dafür zu sorgen, dass es die auch weitergeben wird. Ich glaube, wir werden nicht umhinkommen, über die Globalisierung nicht nur zu sprechen, sondern auch ein Stück weit hinzunehmen, dass Wirtschaft künftig, nicht künftig, sie ist ja schon global, dass sie auch künftig global bleiben wird. Und ich glaube, wir als AfD, die wir ja doch eher national denkende Politiker sind, haben auch gar nichts gegen eine globale Wirtschaft. Die Frage ist, wie eine solche globale Wirtschaft ausgestaltet werden kann. Denn wenn wir den globalen Welthandel nicht hätten, dann würde es uns als Exportnation natürlich auch eben gerade nicht so gut gehen. Wir sehen aber, dass die Wirtschaft, die in den letzten Jahrzehnten oder gerade auch im letzten Jahrhundert in Deutschland doch sehr stark gewachsen ist, dass sie ins Wanken gerät. Und das ist natürlich dem Umstand geschuldet, dass die Bundesregierung oder ja die Bundesregierung der letzten Jahre, der letzten Legislaturen sich schlichtweg ausgeruht hat auf das, was in den Vorjahren geschaffen worden ist. Sie hat also nicht perspektivisch in die Zukunft gesehen und nicht vorhergesehen, dass es irgendwann zu einer Rezession kommen muss, wenn man die entsprechenden Voraussetzungen nicht schafft. Die Wirtschaftsexperten, die Wirtschaftswissenschaftler sprechen inzwischen davon, dass in Kürze mit einer Rezession zu rechnen ist. Und auch Bruno Hollnagel hat ja eben aus finanz- und haushaltspolitischer Sicht nochmal aufgezeigt, dass es so nicht weitergehen kann, wie es bisher gegangen ist. Ich glaube, dass wir nur dann weiterhin am Weltmarkt bestehen können, wenn wir das machen, was wir bisher gemacht haben, nämlich, dass wir mit unserer mittelständischen Wirtschaft innovativ sind. Innovation und technologischer Fortschritt ist das, was uns immer an der Weltspitze gehalten hat. Wir wissen, wir sind ein rohstoffressourcenarmes Land. Wir wissen, dass nur unser Brain sozusagen unsere Rohstoffquelle ist. Und wenn wir uns anschauen, wie das Bildungssystem aussieht, wie die Ausbildung von Auszubildenden aussieht, dann wissen wir, dass das alles inzwischen in den Keller gerutscht ist. Da, glaube ich, ist ein Ansatz. Wir müssen wieder vernünftige Bildungspolitik machen, denn Bildung ist letztlich gerade in den MINT-Fächern, ist letztlich Voraussetzung dafür, dass wir auch künftig wieder oder dass wir die Rezession, die ja bevorsteht, da müssen wir uns nichts vormachen, dass wir die in vertretbarem Maße überwinden. Bildung ist also ganz wichtig. Ich möchte noch einen Aspekt ansprechen, den Aspekt der Mittelstandsförderung. Es gibt ja diverse Förderinstrumente, angefangen von der KfW über das Zentrale Innovationsprogramm Mittelstand. Aus meiner Sicht funktionieren diese Förderinstrumente, dieses Förderportfolio in der heutigen Zeit nicht mehr richtig. Ich glaube, und da sitzen wir auch im Arbeitskreis dran, dass insgesamt die Mittelstandsförderung und damit einhergehend auch die regionale Strukturförderung völlig neu überdacht werden muss. Das ZIM beispielsweise wird derzeit hauptsächlich abgerufen von Mittelständlern in großen Städten, in Großzentren. Im ländlichen Bereich wird aus den Mitteln des ZIM gar nichts abgerufen oder sehr, sehr wenig. Ich glaube, dass Mittelstandsförderung letztlich auch ein Instrument sein kann, um die ländlichen Regionen, die ja immer mehr und gerade im Osten ausbluten, wieder neu belebt werden können. Wenn wir die Digitalisierung, wenn wir die neuen Technologien nutzen, quasi ortsunabhängig arbeiten können, dann können wir über eine vernünftige Struktur- und Regionalförderung, über eine vernünftige Mittelstandsförderung die ländlichen Gebiete auch wieder beleben.
wir kommen dann eben dazu, dass sich viele heutigen Probleme, die sich in Großstädten oder in Großzentren auftun, wie zum Beispiel Wohnungsnot, wie zum Beispiel hohe Mieten, wie zum Beispiel Umweltverschmutzung in den Städten, dass wir das dadurch lösen können, indem wir sagen, das Leben auf dem Land, das Arbeiten auf dem Land, Mittelstand auf dem Land muss wieder gefördert werden, muss gesellschaftlich mehr Anerkennung finden. Und wenn wir das tun können, und das können wir nur über eine vollständige Reform der Mittelstands- und strukturellen Regionalförderung, dann, glaube ich, haben wir gute Chancen, dass wir auch in den neuen Technologiebereichen, für die sich sicher auch neue Mittelstandsbranchen finden, dass wir dort den Mittelstand wieder neu beleben können. Ich glaube, wir müssen uns davon verabschieden, dass Mittelstand nur produzierendes Unternehmen ist. Ich glaube, Mittelstand wird es künftig viel, sehr, sehr viel mehr im Dienstleistungsbereich geben. Und dafür, wie gesagt, brauchen wir Bildung, dafür brauchen wir Innovation und einen Technologieaufschwung. Danke. Vielen Dank. Ich habe noch eine Anmerkung zu Herrn Komning. Sie haben gesagt, dass also die ZIM, Zentralinitiative Mittelstand, dass das ein bisschen kritisch gesehen wird. Ich komme jetzt aus dem produzierenden Gewerbe, also ein Unternehmen im produzierenden Gewerbe. Wir haben eigentlich sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Wie gesagt, es ist ja ein Zusammenschluss meistens zwischen Universitäten und mittelständischen Unternehmen. Wir entwickeln auch Patente darüber, melden die dann auch entsprechend an. Auf der anderen Seite ist keine Einbahnstraße. Wir nehmen auch von der Universität Ideen auf und versuchen die jetzt entsprechend zu Produkten umzuformen. Insofern können wir uns da nicht beschweren. Und Sie haben noch eine Sache gemeint. Sie haben einerseits auf MINT abgezogen. Andererseits haben Sie gesagt, Dienstleistung ist auch sehr wichtig. Will ich auch gar nicht dagegen gehen. Nur wir haben auch gehört, dass unser produzierendes Gewerbe immer weiter zurückgeht. Und da müssen wir uns in sich gegenstimmen. Wir müssen wieder selber auch produzieren und wettbewerbsfähig werden. Also da sehe ich eher einen Schwerpunkt Richtung produzierendes Gewerbe. Und wenn ich im produzierenden Gewerbe bin, ich habe jetzt neu gebaut und über ein Jahr brauche, bis die Behörden die ganzen Genehmigungen durch haben und ich über ein Jahr in meiner alten Betriebsstätte sitzen muss und quasi mit gebremstem Schaum, also mit einer Handbremse angezogen, meine Kunden nicht bedienen kann, weil es einfach zu viel ist und ich brauche die neue Betriebsstätte, das geht auch überhaupt nicht. Und das liegt sicherlich auch daran, jetzt kommen wir zu der Bildung, dass dieser Bologna-Prozess ganz, ganz furchtbar war. Den muss man sofort zurückdrehen und wieder auf das alte Humboldtsche Prinzip kommen. Das ist nämlich ein Wettbewerbsvorteil von uns Deutschen gewesen. Den haben wir einfach über Bord geschmissen und deswegen haben wir heute so wenig Fachkräfte, also bei uns im produzierenden Gewerbe auch. Gut, im Handwerk hat man natürlich jetzt den Meister etc. weggemacht, das muss auch zurückgebracht werden. Nur beim ZIM halt, entschuldigen Sie bitte, da bin ich total anderer Meinung aus der Sicht eines Produzenten. Vielen Dank, wenn ich die Nachfrage ganz kurz beantworten kann. Ich habe das ZIM, das zentrale Innovationsprogramm Mittelstand, im Ganzen, was die Mittelstandsförderung angeht, gesehen. Natürlich brauchen wir Innovationsförderung. Das ist völlig richtig. Ich will nicht die Innovationsförderung abschaffen, um Gottes Willen. Ich habe nur festgestellt, dass das gerade das ZIM-Programm erstens nicht ausgeschöpft wird und zum Zweiten eben nur von Firmen ausgeschöpft wird, die hauptsächlich in großen Städten bzw. in Großzentren unterwegs sind. Und nun sehen Sie es mir nach, ich bin auch strukturpolitischer Sprecher unserer Fraktion. Mir geht es darum, Mittelstand auch und insbesondere im ländlichen Raum anzusiedeln. Und deswegen habe ich ZIM kritisiert. ZIM funktioniert, aber eben nur in den großen Städten und in den großen Zentren. Und mir geht es um die Gesamtbetrachtung der Mittelstandsförderung, wo ZIM eben mit reingehört. Ich möchte gerne eine vollständige Umstrukturierung der gesamten Mittelstandsförderung. Innovationsförderung muss es weiterhin geben. Zum Bologna-Prozess gebe ich Ihnen völlig recht. Das Diplom, das Staatsexamen, was wir hatten, war ein Marktvorteil von uns. Es ist aufgelöst worden durch Bologna, das wissen wir. Und insofern ist es natürlich auch an uns als AfD, dass im Rahmen unserer Bildungspolitik wieder eingeführt werden soll. Das steht aber auch ausdrücklich bei uns im Grundsatzprogramm drin. Eine dritte Sache war noch, die ist mir jetzt entfallen. Aber gut,
wir müssen, glaube ich, sowieso los. Ne? Vielen Dank. Jetzt Kanal abonnieren und nicht vergessen, Benachrichtigungen aktivieren.